Okay. Gesehen. Vorsicht nochmal. Oh. Jetzt hast du jetzt sogar hochgeworfen. Hm. Die Frage ist, komme ich da jetzt so auf die schnelle Welle hoch? Ah ja. Ah ja. Dürfte eigentlich klappen. Oh, da ist er wieder. Schon wieder eine. Komm her, du Stück, du fliegendes. Ach so. Ach so, ja, dann doch was da. Okay. Ich treffe dich einfach nicht. Blöde Wespe. Bild. Und jetzt landet die mit dem Hintern auf mir. Ach, ich hab sie. Gib mir deinen Honig. Die sieht ein bisschen komisch aus, hä? Hm. So, schwarz. Ja. Ein Hund. Oh. Sag mal, ich will mal. Der rennt an meinen Hühn vorbei. Wird mal Zeit, dass es auch grüne Hornissen gibt. Das wäre wenigstens für Green Hornet. Wow. Nicht so toll der Film gewesen. Ja. Das war halt schon als Trash-Film geplant. Glaube ich auch. Von daher. Ich mein, von daher war es eigentlich ganz okay. Das einzig Coole, was ich fand, war mit dem russischen Mafia-Boss. Ja, ja, es ist ja Christoph Waltz. Ja. Das ist einfach, der passt da in die Rolle. Ich hab den Film auch nur eigentlich wegen Christoph Waltz angeschaut. Was ist ein Disco-Weihnachtsmann? Was Gutes, was wirklich Gutes, das steht ihm. Ah, ja. Ups, ich hab keine Munition mehr. Schieß ich mal aus dem Stehen, ich glaube, das ist besser. Disco! Disco-Party! Zombie-Disco-Party! TikTok! Hat ich auch ein bisschen besser erwartet, aber ich habe ja hier Minen. Oh, jetzt latschen die dann immer durch, aber wenn die natürlich so langsam laufen, könnte ich... Nächster. ...mal das Messer rausholen. Ach, es kommt schon die nächste Kisten. Ja. Aber jetzt loot ich erstmal die Toten. Du Leichenflatterer. Ja. Ach, guck mal. Gut, das Gesetz sagt ja, man darf keine Toten durchwühlen. Aber bei Leuten, die schon zweimal tot, zum zweiten Mal tot sind, ich glaube, das ist eine Gesetzeslücke. I think so. So, dann schnapp ich mir hier vorne die Dinger einfach. Oh, jawohl. Da fuck. So, und jetzt. Und dick ist er. Jetzt. Da ging ab. Ja, jetzt mache ich mir einen Sledgehammer. Jetzt kann kommen, was will. Oh, das sind ja Vitamin. Gerade noch gemerkt. Da lang. Ich schüttel gerade nicht irgendwie verzweifelt den Kopf. Nein. Ich vergesse das halt immer wieder. Ich denke mir, irgendwann wird er es merken. Spätestens, wenn er explodiert. Ja. Das ist dann die harte Tour. Ja. Ach, Mann, was wollt ihr denn immer mit euren blöden Klaps, ey? Klub, klub, klub. So, ein Sledgehammer, bitteschön. Mm. Willst du auch einen? Ja, das wäre echt eine sehr schöne Sache. Da muss ich nicht auf die wunden Klaps zurückgreifen, die ich hier die ganze Zeit hinterhergeschmissen krieg. Okay. Dann bin ich mal so frei. Weil die können dann nämlich mal alle weg. Ihn fort. Du Klubiger. Hä? 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 Irgendwie. Ich habe nur noch einen Schuss mit der. Ach, da ist der zweite. Okay. Mit meiner Shotbow. Okay. Mischung aus Shotgun und Crossbow. Und ich werde mal wieder mein Inventar etwas mehr aufräumen. Ich habe hier noch eine abgesägte Shotgun, wenn du willst. Hm. So, dann lege ich dir das mal raus. Die Munition dafür. Aha, gesehen. Das da. Hallöchen. Hallöchen. Enke, brauchst du nicht mehr? Ich hab noch einen. Ich hatte eigentlich die ultimative Nahkampfwaffe der Enke, wenn man nicht gerade den Sledgehammer berat hat. Das ist halt laut wie Sau. Das ist ja das Stimmt. Einzigste. Das würde ich auch gerne mal austesten, wie laut der ist. Gott, jetzt habe ich mittlerweile so viele Shotguns. Zumindest abgesägte.
Ich glaube, das war ja so, gell? Ah, halt, nee, das ist genau so. Stimmt ja eigentlich. Wir sind ja schon blöde. Kommt schon öfters mal vor, ja. Bobby, worauf ist du hinaus? Man hätte ja zum Beispiel mal Spiky Clubs, Spike-Fallen da machen können. Und so weiter und so fort. Die ganzen Fallen. Ach ja, stimmt. Fallen könnten wir trotzdem machen. Oh, warum bin ich da eigentlich? Ach, das ist doch echt schön. Deswegen ist man wahrscheinlich im Wald und kriegt so wenig, weißt du? Dass man viel mit diesen Dingern macht. Ja, da ist was dran. Da könnte ja was dran sein, ne? Das hole ich mal eben nach. So, me too. Ich sehe schon, das sind jetzt ewig viele Kommentare, in denen es drin steht. Mach doch mal Spike-Fallen. Ihr Narren. Niederquer-Narren. So. Also mit dem Duell ist es herrlich, das Holz abzubauen. Ja, das ist wohl wahr. So. Zack, zack, zack. So. So, die schönen großen, die tun richtig schön weh, wenn man da mit den Popöchen drauf landet. Das geht auch richtig rein, das brennt so ein bisschen nach. Hast du nicht schon wieder beim Gardinenaufhängen zugeguckt? Ja, natürlich. Aha. Kannst du ruhig weitermachen. So. Gardinenaufhängen. Da. Aber ich glaube, ja, okay. So. Okay. Und so wie ich drauf, ist das vielleicht ein bisschen gefährlich, weil... Ach ne, die Minen da sind schon weg. Die kann ich dann auch gleich neu setzen. Die paar, die ich da noch habe. So viele Shotguns. Halb kaputte. So. Wenn du von dort hinten... Ich hätte noch eine Hunting Rifle für dich, falls du die noch irgendwie verwenden willst. Meine ist ganz eigentlich. Ich habe dafür jetzt auch keine Munition mehr, was natürlich eher schlecht warum ist. Aber ich habe jetzt immerhin eine SMG bekommen. Ja, das ist nicht schlecht, da habe ich Munition für dich. Gut, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall. Oh, bist du denn? Ich? Irgendwie habe ich mehr das Gefühl, ich habe eine Gatling in der Hand, wenn ich diesen Duell da habe. Wo haben wir sie denn? Wo ist sie denn? Da! Oh, thanks! Bitteschön. 158 Schuss, okay. Und das wird lang, vorerst. So lang wird wahrscheinlich die Waffe nicht halten. Das könnte gut sein. Okidoki. Die Nester sind ja wahrscheinlich alle noch nicht mal geplündert worden. Okay. Ach, hier gibt's Neste. Mhm. Okay. Steht bestimmt auch in den Kommentaren. Ihr Idioten, ihr habt die ganzen Nester übersehen. Naja, die meiste Zeit sind wir ja nachts durch die Gegend gerannt, ne? Da ist was dran. Ja, noch nicht mal so schlecht, Kollege. Noch nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt eh fast keine Pfeile mehr, aber gut, dafür habe ich jetzt einen Duell und... So, what's ja gut, Shotgun Moon habe ich nicht so viel. Ja, aber Woodspikes auf jeden Fall, ja. Die kommen dann bald zum Einsatz. Wenn ich rechtzeitig dazu komme, das ganze Zeug zu verarbeiten, versteht sich. Ja, das ist... Was zum Teufel ist denn das? Weiß ich nicht. Das sind die neuen Woodspikes. So schauen die jetzt aus? Nein. Das sind andere Woodspikes. Das sind Tiny Pills. Tiny Pickstar. Weißt du, geil, was das meinte ich ja. Wenn die da drauf landen, tut's ein bisschen mehr weh. Und gehen die auch kaputt? Keine Ahnung. Ich hab sie noch nie gebaut. Das ist mal echt gut zum Austesten, glaube ich. Ja. So. Oh Gott, bis das alles gecraftet ist. Bis dahin ist schon wieder Nacht. Ja. Na gut, für die nächste Nacht mache ich dann die Dinger. Komm, mach fertig! Ich muss Pfeile machen. So, craft. Was
wird nicht viel geben, aber ein bisschen was. Ein paar Federn hatte ich ja. Also da haben wir ein bisschen Armbrustmunition dann definitiv zur Verfügung. Die Craft-Zeit macht mich wahnsinnig. Na, sei mal, aber ist die nur auf Hälfte gestellt? Ich wollte gerade sagen, sei mal froh, dass ich die auf 50% runtergesetzt habe. Ich könnte ja auch lieb, nett und brav sein und hätte sie auf 100% lassen können. Kann man sie auch erhöhen? Nee, ich glaube 100% mehr geht. Auf 1000%, dass es jetzt nicht mehr 30 Sekunden dauert, ein Safe zu looten, sondern mal eben 300 Sekunden. Naja, Craft, das ist ja wieder Loot-Time. Ach ja, stimmt. Ja, ich weiß, dass es stimmt. Ach komm, wir spielen ein bisschen Wrestler. Wrestling mit Edwin. Was? Nein. Nein? Du kommst jetzt wieder halbnackt in die Basis. Nö, ich hab mir gerade ich hab mir natürlich keinen Stuhl geklaut. Ach, ja. So. Geschafft. Siehst du? Schieb mich doch nicht runter. Das mach ich doch gar nicht. Ja. Ach, ja. So. Ach so. Ich muss ja erst noch Stones machen. Naja. Ich hab auch schon mal besser gesessen. Okay. Ich hab schon mal gesessen. Na, ihr Kleinen? Ich glaube, die müssen da drauf fallen. Ich glaube, das ist stellenweise gar nicht mehr zählbar. Die Zombies, die sterben. Mhm. Oh ne, die müssen nicht drauf. Meinst du wegen den Fallen, dass die drauf fallen müssen oder was? Das ist nicht unbedingt so, ich bin schon mal gegengelaufen und es hat Schaden gemacht. Nee, ich meine, weißt du, so, wie viele wer getötet hat. Ach so. Das ist ja abartig. Ja gut, du hast jetzt deine MP5, damit hast du sehr viel Spaß. Ja. Du musst sorgsam mit der Munition umgehen. Jeder Schuss muss sitzen. Da wir jetzt einen Stuhl haben, sitzen die Schüsse umso besser. Ja, verflucht. Da will ich Flachwitze machen und werde von der Wespe gestört. Das ist die Niveau-Wespe. Die kommt immer, wenn ich irgendwelche Flachwitze machen will. Es sind zwei, nur so zur Info. Gott, ist es ein Wespenpärchen? Ein Wespenpärchen? Ja, so in der Art. Wo sind die denn ständig? Ey, die haben echt... Kann sein, dass sie die Hornissen-KI verändert haben, dass sie nur noch nervig wie echte Hornissen um einen herumfliegen, anstatt direkt anzugreifen. Wo ist die zweite? So. Ja, ich habe die zweite gefunden. Okay. Nein, die ist jetzt dort hinten. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich habe doch das Schützchen. Und. Ach man! Oh Gott sei Dank! Was zum Geil! Noch? Alter! Ups! Lass mich aufzuregen! Die dreckigen Zombies! Wo rennt denn der hin? Um Gottes Willen, was geht denn hier ab? Krieg ich die so? Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier meine und so. Ja, also gut. Da unten ist gerade eine riesen Party. Ja. Also die SMG ist hin. Also. Das muss ich jetzt ausprobieren. Hallo. Ich hoffe, du bist jetzt nicht dort unten. Ja, jetzt verliere ich langsam mein Leben. Ich bin mal wieder weg. Also ich fand's lustig. Also ich auch. Hä? Was soll der Scheiß? Ah, so tief war mein Bohrer noch nie. In einer Zombie-Frau. Oh Mann. Irgendwie wird es trotzdem nicht besser. Trotz der Niveau-Wespen hebt sich das nicht. Nein, nicht wirklich.
Oh Gott, ich bin da der Sprengstoffkabu. Ja, ich schmeiß hier schon die ganze Zeit Sprengstoff. Der mäht halt da unten einmal durch, ne? Der Drill ist stellenweise echt so overpowered. So. Hat einer der Leichen irgendwas Tolles für mich mit dabei? Ich fress jetzt erstmal Chili. Das brennt zweimal. Einmal davor und einmal danach. Gut, Farmfans? Nee, ich hätte gerne Sharpened Sticks. Sharpened Sticks. Oh. Okay. Da ist ein Digger. Das kann ein bisschen dauern. Nein! Doch, nein! Ein Hund, wo kommt der her? Weiß ich doch nicht. Frag den Hund. Sag mal, wo kommst du denn her? Nee. Doch. Nee. Doch. Ein rülpsender Zombie. Ach so. Oh, nein. Ich war's nicht. Schlechte Idee, ich gehe in die Richtung. Sind da noch... Ich glaube, ich mache die Sharpened Sticks doch eher ein bisschen später. Ich habe keine Munition. Ah, doch, da ist noch ein... Alter. Das Messer, das da... Denn besser hört man die Wespen ja noch nicht mal mehr. Ja, weil der Rest so leise ist, gell? Ach, du Grüne 9, ist da viel Zeug. Oh Gott, ich bin ja kurz vorm Hungertod und Dusttod. Boah. Also. Hopp. Ein Versuch war's wert. Was hast du da gerade versucht? Ah, an meine Tasche ranzukommen. Spawn near. Och nein, da versetzt er den Schuss. Oh. Ich brauch mal was zum Naschen. Du? Wenn du mich mal nicht da bist, versuche ich mich eben in den Painkiller. Ah ja. Das könnte vielleicht was bringen. Och du lieber Gott. Das werden mehr und mehr. Ja, da unten ist wieder eine Riesenparty. Ich weiß. Ich will mitmachen. Bei der Party? Ja. Um Gottes Willen. Ich glaube, da muss mal wieder einer durchmähen. Der Gärtner ist da. Um Gottes Willen, wenn ich das überlebe, dann bin ich überglücklich. Ja, mach du da oben mal rum. Das soll mir recht sein. Oh. Ja. Das war's dann soweit. Verdammt, da habe ich den letzten Sprung versaut. Echt? Jetzt sind halt überall Zombies dort, wo mein Rucksack ist. Und das macht ja nichts aus. Obwohl, ich glaube, ich hole zuerst die Kisten, bevor ich meinen Rucksack hole. Kann das sein, dass ich meinen Sledgehammer verloren habe? Was macht der da? Interessant. Und wehe, da ist jetzt nichts, womit ich mich durchspringen kann. So, zum Beispiel. Genau das ist meine Rede. Ja, perfekt. Oh. That's what I'm talking about. Ja, was Schönes dabei. Ach, hast du meinen Drill auf? Oder, ach nee, du drillst mit deinem eigenen Drill. Ja. Also, wo sind denn die Kisten? Egal eigentlich vorerst. Halleluja. Ach, so viele Kisten gab es dieses Mal nicht mehr. Ja, das ist natürlich auch nett, dass es immer weniger Kisten werden. So, aber du kriegst dann gleich noch was Schönes von mir. Okay, dann bin ich halb froh. Was zum Anfassen. Was Schönes Hartes? Mit ordentlich Schuss. Okay, dann guck ich mal, was für Zombies wir so alles. Jede Menge Zombies. Okay, warte kurz. Sind die alle noch schön auf einem Haufen? Nein. Nicht mehr wirklich. Kann ich mich. Oh Gott, der Polizisten-Zombie. Okay. Der lebt da noch, der Polizisten-Zombie. Jetzt nicht mehr.
liebe dieses Gewehr. Ah. Für dich habe ich auch eins.